Medics. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, mein Name ist Herbert von GamerTV und herzlich willkommen hier beim Citybus Simulator 2. Nein, Quatsch, Citybus Simulator München. Oder Citybus Simulator München oder so in der Art. Ja, ich versuche das Ganze jetzt nochmal, weil es so viel Spaß macht. Kurz warten, bis das Display. So, wir füllen einmal den Druck auf. Wie das Ganze geht, ist ganz einfach. So. Glatteis gefahren, das ist nicht so schlimm. Die hat man immer zwischendurch. So, einmal die Fahrerkarte einschieben, bitte. Einmal. Ach, komm. Nerv mich jetzt nicht. Zack. Wunderbar. So. Ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, beziehungsweise auch ein paar Abonnenten gefragt. Und so, die. Hoppala, falscher Knopf. Das wollte ich nicht. Zurück zum Spiel, bitte. Dankeschön. Die Türen sind noch geöffnet. Wunderbar. Wie war das? Genau so war das. Wunderbar. So, und jetzt hören wir uns ganz kurz den Funk an. Abbruch, Meldefunk. Auf Kanal 1, Dankeschön. Und einmal anhören. Zentrale Luftwagen 4226. Guten Tag. Moin. Du fährst heute die Route 10002. Auch heute gilt. Änderungen am Dienstplan werden über Funk mitgeteilt. Das Wetter heute wird teilweise wolkig mit viel Sonnenschein. Baumaßnahmen in der Orleansstraße. Eine Umleitung wurde dadurch erforderlich. Derzeit haben wir Minusgrade. Okay. Achtung Bodenfrost. Betroffen ist die Region München. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof Nord. Endstation. Wunderbar, danke. Bitte alle aussteigen. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn sowie zur S-Bahn. Next Stop, Hauptbahnhof Nord. For underground or suburban trains, please change here. Ups, da kam noch einer, den hatte ich nicht gesehen. So. Ah, jetzt muss ich da vorne hin. Leck mich da am Arsch. Letztens muss ich da nicht hin. Jetzt muss ich da hin. Okay, gut. Naja, das ist jetzt nicht das Problem, dass ich da jetzt nicht hinkomme oder so. So. Vorsichtig. Ach ja. So, einmal anhalten die Kiste. So. Ja, wir haben natürlich jetzt noch ziemlich viel Zeit, um genau zu sagen 23 Minuten. Das ist relativ viel, deshalb stellen wir die Zeit ein bisschen vor. So 20 Minuten circa. Optionen. Nein, Moment. Wetter. Über das Wetter können wir nämlich den Kalender steuern und über den Kalender kann ich auch meine Uhrzeit ändern. Machen wir auf 33. Na, machen wir 34, übernehmen einmal das Ganze und einmal das Desktop schließen und dann sollten wir nur noch 2 Minuten haben, ganz genau. So. Wir machen alle Türen auf, dass die Leute auch einsteigen können. Die Leute ziehen sich fleißig Tickets, das ist gut. Was natürlich nicht gut ist, ist die Tatsache, guten Tag, dass
Moment, wir machen die Türfreigabe an. So. Ja, bitte. Ausnahmsweise mache ich ihn noch auf. Ja, dann komm auch rein. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir hier in den normalen Straßenverkehr reinkommen. Irgendwie. So, wir machen mal eine Durchsage, gucken, ob das auch ganz klappt hier. Nächste Haltestelle, Elisenstraße. Wunderbar. Scheint ja zu funktionieren. Ja, ist sehr viel los hier heute auf den Straßen, so wie ich das feststellen kann. Ist ja schlimm. Leider ist meine Anzeige anscheinend auch irgendwie hinüber. So, Fahrgastraum. Bist du bescheuert? Naja, aber nicht auf der Straße. Nein! Ist der bekloppt oder was? Was denn? Ja, die Tür ist offen. Nächste Haltestelle, Elisenstraße. Nächste Haltestelle, ja, keine mehr. Wenn das weiter hier so lange dauert. Genau, ich muss hier auf der Straße bleiben, glaube ich. Geht das hier gut überhaupt? So, ich glaube, der Spiegel ist schon mal richtig eingestellt. Das wäre zu früh abbiegen. Genau, hier sind wir richtig. Ich hoffe es zumindest. Aufgrund von einer Baustelle, Höhe, Fertigstraße, hat sich ein Stau gebildet. Okay, gut zu wissen, danke. Boah, ist das eine nervige Ampel hier. Das nenne ich mal nervenhafter Verkehr. Endlich geht's mal weiter hier. La da 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 da. Keiner möchte rein, keiner möchte raus. Doch, da wollen welche einsteigen. War doch gut von mir, dass ich einfach mal so spontan die Tür aufgemacht habe. Oh, da wollen jede Menge Leute. Zentrale mit den neuesten Verkehrsinformationen. Blitzer aufgebaut in der Gabelsberger okay. Straße. In Richtung Ostbahnhof. Okay. Ja, ist gut zu wissen. Danke. Nächste Haltestelle, Königsplatz. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn. Das hört man gerne. So, wir müssen aber hier lang. Ja, ich hoffe, das Let's Play gefällt euch. Wie gesagt, das Piepen war der Druckaufbau, der fehlte. Es ist sehr laut hier. Was ich schade. Ich höre meinen Blinker gar nicht. War das normal? Aufgebaut in der Kallmannstraße. Kallmannstraße? Da wollen wir doch gar nicht hin, glaube ich, oder? Kommen wir da dran vorbei? Ich glaube nicht, nein. Ja, 2 Minütchen Verspätung haben wir leider. Warum? Weil wir nicht weiterkommen. Tja, da kann ich auch nichts dran ändern, würde ich sagen. Ach ja, natürlich auch entspannend, mal ein bisschen weniger Gas zu geben. So,
So, die Leute können natürlich durch die Türfreigabe, mein enormer Vorteil. Ja, sorry, die Tür war gerade fast zu, aber naja. So, steig ein, Junge. So. Nächste Haltestelle, Technische Universität. Ganz genau. Aber bis jetzt will keiner aussteigen. Ich bin ja selbst beeindruckt von den Leuten. Wow, was war denn das? Ich lasse die Bremse los und das Ding schießt förmlich nach vorne. Auch nicht schlecht. Finde ich gut. Guter Effekt. La da da da. Hauptsache ich krieg hier mal grün oder so. Ganz ruhig, Herbert. Was sind denn das heute für Ampeln hier? Das ist der Hammer. Klar, dass ich zu spät bin. Erst der Riesenstau am Anfang. Dann die Ampeln davor, danach. Wer baut denn solche Ampeln? Mit solchen Wartezeiten. Das ist ja bestialisch lang. Hammer. Wahnsinn. Bin geschockt förmlich. Hohes Verkehrsaufkommen auf der Linie 25 am Ostfriedhof. Ich merk's. Da ist der Hammer. Ja, hallo, ich würde... Ey, der Bus kommt den Bordstein nicht hoch, ne? Ne, geht nicht. Kommt den fucking Bordstein nicht hoch. Ne, keine Chance. Aber jetzt komm, gib Vollgas, Junge. Bisschen Zeit gut machen. Ich hoffe, dass wir jetzt natürlich nicht in den Blitzer reinfahren oder so, der uns froh und munter angekündigt wurde und wir ihn einfach nur spontan übersehen. Aber ich bin mal der Meinung, dass das nicht passieren wird. Ja, super, schon wieder rot. Leck mich doch der Telch aus. Grün. So. So, erstmal die Leute wieder einsteigen lassen natürlich. Kann ich nochmal was trinken kurz. Bitteschön, als ob die hinteren Türen nicht offen wären. Was möchtest du? Jetzt, oder? Hat da jetzt beim Losfahren nur einer gedrückt? Ich glaube, es hackt. Nächste Haltestelle. Ist der Hammer. Pinakotheken. Okay. Was ist hier los heute? So ein mega Verkehrsaufkommen. Ist der Hammer. So. Ja. Ist der Verkehr zum Erliegen Altkauf. Anstatt damals Allkauf, gibt es hier einen Altkauf. Wie geil ist das denn bitte? Kennt ihr Allkauf? Ich glaube, es kennen die wenigsten, weil meine Zuschauer relativ jung sind. Schade eigentlich. Naja, man kann auch nicht alles kennen, ne? Würde ich sagen. Fällt gerade auf, dass wir komplett ohne Abblendlicht auch fahren und alles. Das ganze Licht brauchen wir nicht. Innenbeleuchtung brauchen wir nicht. Sonnenruder muss auch nicht. Brauchen wir nicht. Wir machen das ASR mal an. Wie sieht es mit der Temperatur aus momentan? Fahrraum. Außentemperatur 17 Grad. Innentemperatur ist alles in Ordnung.